Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, lange hat es gedauert, lange war es hier wieder still. Wir sind heute auch in der letzten Ferienwoche angekommen. Das heißt, ab nächster Woche geht bei uns wieder der Alltag los. Und dann hoffe ich, dass hier alles wieder etwas mehr nach Plan läuft. Ja, heute ist der 2. September. Gestern hat bei uns die neue Saison bei Sensi begonnen. Das heißt, wir haben ein fast komplett neues Sortiment. Viele neue Produkte sind in unserem neuen Katalog. Den habe ich auch hier. Wer diesen Katalog haben möchte von mir in Papierform mit ein paar Duftproben, der darf sich gerne bei mir melden. Schreibt mir am besten einfach eine WhatsApp, das geht am schnellsten. Oder gerne auch eine E-Mail, wenn euch das lieber ist. Ansonsten ist Duftpost an euch unterwegs, zumindest an meine Clubkunden und an meine Website-Besteller der letzten 6 Monate. Das heißt, die bekommen Duftpost von mir immer automatisch. Ein Teil ist raus, ein Teil ist noch unterwegs und ein Teil ist noch hier. Den werde ich heute oder morgen zur Post bringen. Ich musste ein bisschen gucken, weil wir aktuell tatsächlich noch über 30 Grad haben und ich natürlich möchte, dass die Sachen bei euch auch heil ankommen. Genau, ich möchte euch heute ein paar Sachen aus unserem neuen Sortiment zeigen, die ich schon da habe und hoffe, das funktioniert. Also die Kinder sind gerade im Wohnzimmer, man hört sie zwischendurch mal kurz. Und ich habe ein paar Sachen schon hier, weil ich mich ja virtuell bei unserer Sensi Family Reunion angemeldet habe. Und da haben wir ein Set nach Hause geschickt bekommen, wo ein paar der neuen Sachen dabei sind. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, dass das Video nicht zu lange wird. Ich möchte anfangen mit unserer Herbstkollektion, denn die ist auch seit gestern erhältlich und da gilt, nur solange der Vorrat reicht. Das heißt, wenn ihr aus der Herbstkollektion bestellen wollt, ihr geht einfach auf meine Webseite, geht unter die Rubrik Kollektionen, Herbstkollektion und die ist wirklich super schön. Ja, also die Sachen können schnell ausverkauft sein, das heißt, wartet da nicht so lange. Und wir fangen einmal an mit unseren Herbstdüften. Die kommen in so einer süßen kleinen Tasche. Ich habe die schon gegossen. Also ich habe mir immer noch einen Würfel drin gelassen, dass ich die hier nochmal mit euch schnuppern kann. Aber ich habe schon Duftproben davon gemacht und die sind auch in meiner aktuellen Duftpost unterwegs. Dieses Set besteht aus 5 Bars. Und ich muss dazu sagen, ja, diejenigen, die mich schon länger verfolgen, die wissen, dass die Herbstdüfte nicht so meine Welt sind. Ja, ich mag kein Zimt, ich mag kein Würzig. Also bei mir kommen solche Sachen eigentlich nur. Jetzt bellt der Hund, wahrscheinlich klingelt es jetzt gleich wieder. Ich gehe mal kurz gucken, Moment. Ich bin einmal umsonst gerannt, der Hund wollte einfach mal bellen. Also bei mir kommen solche Sachen wirklich erst in den richtig kalten Herbst-Wintermonaten in die Lampen. Im Moment bin ich noch total auf fruchtig und Sommer. Aber ich weiß, dass ganz viele von euch auf tolle Herbstdüfte warten und die bekommt ihr hier in diesem Set. Wir gehen die jetzt einfach mal schnell durch. Das Set enthält einmal Peaks and Pines. Da muss ich sagen, das ist wieder ein Duft, der sehr waldig angehaucht ist. Ihr kennt bestimmt alle dieses Schaumbad, das es früher gab, das so nach Pinien gerochen hat, so nach Wald eben. Nadelhölzern. Aber ich muss sagen, er ist ganz angenehm. Für das, dass ich diese Walddüfte gar nicht mag, ist er okay. Dann haben wir einmal Cinnamon Woods. Der ist ziemlich würzig. Ich finde aber, dass der irgendwie so eine leichte Schokonote hat. Also ich muss sagen, für das, dass ich das eigentlich gar nicht mag, sind die Düfte wirklich gut. Ja? Wenn man auf diese Duftrichtung steht, seid ihr mit diesem Set super bedient. Dann haben wir Apple Spice Season. Das ist ein schöner, würziger Apfelduft, finde ich gut. Da kommt der Apfel noch schön mit raus, schön mit Gewürzen angehaucht. Und meine Favoriten kommen jetzt, die finde ich mega gut. Und zwar Sparkling Spiced Citrus. Da ist einfach dieser Zitronenduft im Vordergrund und das mag ich ja total gern. Ganz leicht würzig, aber Zitrus vorne dran. Und Berry Apple Shortbread. Den finde ich irgendwie mega. Der ist, der hat so eine Bäckereinote, aber ist schön beerig. Den mag ich total, habe ich mir auch als Duftblume bestellt. Also ihr findet ja mehr Produkte in dieser Kollektion. Wie gesagt, schaut einfach mal auf der Webseite vorbei.
Und da könnt ihr mir übrigens auch helfen, denn wir haben ja unsere Incentive laufen und da haben wir jeden Monat eine andere Aufgabe. Und im September ist die Aufgabe: Verkaufe 20 Produkte aus der Herbstkollektion. Also wenn ihr euch dieses tolle Set zum Beispiel bestellt oder ein anderes Produkt aus der Herbstkollektion, dann könnt ihr mir noch dabei helfen, dass ich auch diese Incentive aus dem Monat September schaffe. Hier gilt, wie gesagt, nur solange der Vorrat reicht. Ihr könnt euch, glaube ich, die Düfte auch einzeln bestellen. Oh Gott, ich habe mir den Flyer jetzt gar nicht hergelegt. Ich glaube, die gibt es auch einzeln und ihr könnt euch die Düfte wie immer auch einzeln im Sensi Club sichern und könnt da natürlich auch noch sparen. Das waren jetzt meine Katzen. Also hier herrscht das Chaos einfach nur. So, dann habe ich noch ein weiteres Produkt aus unserer Herbstkollektion bekommen und zwar die Mini-Duftlampe Petite Pumpkin. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich habe die Sachen auch noch gar nicht angeguckt. Also ich habe die wirklich bis zu diesem Video in dem Karton gelassen, zumindest was jetzt die Lampen angeht. Und diese Mini-Duftlampe könnt ihr hier eben auch bestellen, solange der Vorrat reicht. Oh Gott, das ist schwer eingepackt. Also ich liebe ja diese Kürbislampen. Ja, ich habe auch den großen Kürbis schon da, den es die letzten 2 Jahre schon gab. Und es gibt 2 neue Kürbisse in unserer aktuellen Kollektion, in unserer Herbstkollektion. Einen, der hat so Spinnenweben eingearbeitet und noch einen schönen Glitzerkürbis, der ist aber aktuell noch nicht verfügbar. Aber ich blende euch mal Bilder ein, dass ihr einfach seht, was es noch so Schönes gibt. So, dann habe ich eine Glasbase dazu und einen Stecker. Also der kam geliefert mit dem Wandstecker und ich habe dann im Nachhinein noch die Base zum Hinstellen bekommen. Und wir bauen die jetzt einfach mal zusammen auf. Glühbirne lasse ich jetzt mal weg, aber ich denke, ich werde in den nächsten Wochen, wenn jetzt das Wetter kälter wird, also die Woche ist bei uns immer noch total schönes Wetter gemeldet. Heute ist es ein bisschen gewittrig, aber ich werde, sobald das Wetter umschlägt in den Herbst, meine Lampen tauschen. Denn ich sage es euch immer wieder, Sensi ist nicht nur Duftlampe und Duft, sondern es ist für mich auch wunderschöne Deko, die ihr super schön zur Jahreszeit anpassen könnt. Und das mache ich auch immer. Also ich habe meine Herbstlampen, ich habe meine Weihnachtslampen, meine Sommerlampen und ich freue mich immer, wenn ich die dann durchwechseln kann. So sieht die aus. Also ich habe, wie gesagt, auch den Wandstecker dazu da. Ich finde die total süß. Hier oben kommt dann das Wachs rein und hier habt ihr eben so einen kleinen Kürbisdeckel, wo ihr die dann zumachen könnt, gibt es aktuell in unserer Herbstkollektion. Ihr seht schon, ich halte mich jetzt gar nicht so ewig mit den einzelnen Sachen auf, weil ich hier kein stundenlanges Video haben will, sondern ich will euch einfach die Neuheiten ein bisschen zeigen. So, dann, was habe ich noch? Ich habe noch eine große Lampe da, und zwar die Constellations. Die ist nicht in der Herbstkollektion, sondern die ist aus unserem neuen Sortiment. Das heißt aus unserem neuen Herbst-Winter-Katalog. Da ist sie drin. Ich schaue gleich mal, was die kostet. Kostet 64 Euro. Haben wir hier ein großes Bild irgendwo? Ja. Also, hier ist sie. Wunderschöne neue Lampen, wirklich. Und auch die habe ich mir noch nicht angeschaut. So, wir haben hier erstmal unser Wachsschälchen, da kommt unser Duftwachs dann rein. Und dann haben wir hier die Lampe dazu. Die hat Sternbilder. Wie sagt man es? Himmel, Sternbilder. Ich bin gespannt, ich werde mir die, glaube ich, ins Wohnzimmer stellen. Ist eine Porzellanlampe. Ich denke, dass die jetzt im ausgeschalteten Zustand gar nicht so spektakulär ist. Aber ich werde mal gucken, wo ich die aufstelle. Ich denke, die kommt bei mir ins Wohnzimmer. Ich denke, die macht sich da ganz schön. Und die könnt ihr, wie gesagt, jetzt bestellen aus dem neuen Sortiment für 64 Euro. Und es ist so, dass alle unsere Lampen eine Handarbeit sind. Das heißt, ihr habt hier keine, wie soll ich sagen, keine Massenware, sondern unsere Duftlampen werden wirklich teilweise noch von Hand bemalt, wenn ihr bemalte Dinge drauf habt.
und Massenproduktion, genau so ist es. Sondern da steckt wirklich noch Liebe im Detail. Und das Schöne ist, ihr habt eine lebenslange Garantie auf die Technik. Das heißt, wenn euch eine Sensi-Lampe mal kaputt geht, dann meldet ihr euch bei mir und ich reklamiere euch das Ganze. Geht auch wirklich immer super schnell. Also wir haben einen ganz, ganz tollen Support, die sich für alles was einfallen lassen, sich da dann auch wirklich kümmern und für so ziemlich alles eine Lösung finden. Also ihr könnt wirklich ohne Bedenken bestellen, da passiert gar nichts. Ihr habt auch eine Zufriedenheitsgarantie. Das heißt, wenn ihr euch was bestellt und ihr sagt dann, boah, das ist überhaupt gar nicht meins, irgendwas funktioniert nicht, gefällt euch nicht, meldet euch bei mir, ich kümmere mich drum. Das ist überhaupt gar kein Thema. So, dann muss ich hier mal kurz ein bisschen sortieren. Ich habe hier noch zwei Dinge, die waren in dem Kit. Ich zeige es euch kurz, aber die sind nicht bestellbar, sondern die wurden extra angefertigt für die SFR. Und zwar haben wir einen besonderen Duft bekommen. Es waren drei Stück, einer steht schon bei mir im Büro. Und es gab noch einen Bodyclip, der extra für die Reunion quasi für die Teilnehmer gemacht wurde. Hier steht auch das Motto, also das Motto war Sunshine. Und der ist ja für Taschen oder ja, ein Anhänger halt mit einem Mega-Duft. Also der Duft ist echt der Hammer, finde ich super gut. So, dann habe ich eine Duftneuheit von unseren Pots. Cherries Jubilee, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber der ist mega. Also das ist ein richtig schöner Kirschduft, kann ich euch nur empfehlen, ich finde ihn super gut und ich brauche ja immer Pots. Ja, ich habe draußen im Flur unseren Luftreiniger stehen, in den Badezimmern, teilweise in den Kinderzimmern unsere Wandventilatoren, dann habe ich meinen geliebten Sensi Go und dann haben wir ein ganz neues Produkt. Das muss ich euch holen, denn das habe ich schon ausgepackt. Damit konnte ich nicht warten. Das ist nämlich bei mir auch schon in Gebrauch. Jetzt wartet mal. So, das ist nämlich auch was, wo ganz, ganz viele von euch drauf gewartet haben. Ihr wisst ja, unser Sensi Go hat das Sortiment verlassen. Also unser Sensi Go mit Licht. Na, der Solid bleibt. Der Sensi Go ist gegangen. Konnte ich nicht so ganz. Was brauchst du, Leon? Lauf mir mal hier nicht ins Bild, weil du hast nicht viel an. Was brauchst denn du? Ich brauche was zum Naschen. Du brauchst jetzt was zu naschen. Hast du? Gut. Machst du die Tür wieder zu? Ich komme dann gleich, ja? Also, unser Sensi Go mit Licht hat ja das Sortiment verlassen. Ich war todtraurig. Also, ich habe ihn ja natürlich. Es ist eins meiner Lieblingsprodukte im Sommer. Und der Solid, der bleibt, also den könnt ihr auch jetzt noch bestellen, der hat aber keine Lichtfunktion. Aber wir haben eine mega coole Alternative bekommen. Und zwar, wartet mal, jetzt bin ich gerade beim Sensi Air. Finde ich auch mega. Also das ist jetzt nicht das Alternativprodukt, aber den habe ich mir bestellt und wenn der da ist, gibt es da ein Video drüber. Aber passt auf. So. Hier ist er. Wir haben einen neuen Sensi Go in Schwarz. Und das Besondere ist, er funktioniert mit Batterien. Das ist das erste Produkt, das wir bei Sensi haben, das ihr mit Batterien betreiben könnt. Blöd ist, der war jetzt bei mir so lange gebraucht, die Batterien sind leer, ich habe vergessen, neue zu kaufen. Aber deswegen zeige ich ihn euch jetzt trotzdem. Also er funktioniert genauso wie alle Ventilatoren. Er hat den eingebauten Ventilator, da kommen die Pots rein. Könnt ihr eine oder zwei reinmachen, je nachdem, wie viel Duftvolumen ihr haben möchtet. Und dann kommt der Deckel drauf und ihr könnt ihn einfach überall hin mitnehmen. So, macht ihr jetzt, also eigentlich würde ich ihn jetzt anmachen, aber wie gesagt, Batterien sind leer. Ihr könnt ihn auch mit einem USB-Kabel laufen lassen, also nicht nur mit Batterien, sondern auch über Powerbank und Co. zum Beispiel. Jetzt sage ich euch mal noch kurz die Daten. Der hat 22 Stunden Akkulaufzeit. Das bedeutet, wenn jetzt Batterien mit Akku oder so, geht ja auch, also diese Akkubatterien, ne? Wurde getestet im Eco-Modus, das heißt, ihr habt zwei verschiedene Einstellungen. Eco-Modus heißt Duft, Pause, Duft, Pause.
Standardmodus bietet anhaltenden Duft, das heißt, da läuft er durchgehend. Erfordert zwei AA-Batterien, enthält ein USB-Kabel für eine alternative Stromversorgung. Das Ganze kostet 50 Euro, natürlich auch hier lebenslange Garantie und ich finde es einfach mega, weil ihr hier jetzt wirklich was habt. Batterien rein, überall hinstellen, wo ihr wollt, ins Auto mitnehmen oder ich habe ihn jetzt bei mir im Flur unten stehen, weil das sind wir aktuell am Renovieren. Und was ist denn jetzt schon wieder? Ja, mache ich dir sofort. Darf ich das noch kurz zeigen und dann mache ich dir die Brote? Okay, ich bring's dir gleich rüber, ja? Ich bring's dir gleich rüber. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, also wir sind unten am Renovieren und ich habe da aktuell keine Steckdose, was für mich ja total blöd ist, weil ich einfach überall meine Duftlampen habe und es nervt mich wirklich total. Deswegen kam der mir wie gerufen, weil ich hier einfach kein Stromnetz brauche, sondern ich habe meine Batterien rein und dann läuft der und macht mir Duft, wo ich will. Ich hatte ihn auch schon draußen auf der Terrasse stehen, ich hatte ihn im Auto mit. Er ist auch wirklich schön klein, also er hat eine Höhe von 11 cm. Ihr könnt ihn in die Handtasche packen, ihr könnt ihn in den Urlaub mitnehmen. Ich finde, es ist eine mega Sache und hier gibt es wirklich eine Empfehlung von mir. Holt euch den neuen Sensi Go, holt euch natürlich gleich Pots mit dazu. Und da habt ihr wirklich Freude an diesem Produkt. Also es ist eine mega Sache. Ich finde es total cool. Vor allem, da wir endlich eben was haben, was auch mit Batterien funktioniert. Da haben schon so oft welche danach gefragt. Aber es gab halt bis jetzt nie was. Jetzt haben wir ihn, da ist er. Und jetzt muss ich kurz mein Kind Brote machen. So, schauen wir mal, ob wir das Video ohne Störung zu Ende bringen. Wir haben auch im neuen Katalog einen neuen Buddy und auch den habe ich schon zu Hause. Und zwar ist das Blush. Das Axolotl. Mega süß. Bei unseren Buddies ist es ja immer so, dass ein Sandpack mit dabei ist. Den könnt ihr wählen. Außer bei den Lizenzierten, da ist meistens ein vorgegebener dabei. Und ich habe hier den Sandpack Aloha Orchid mit dabei. Und wir machen den jetzt mal zusammen auf. Ich finde es immer mega, was für ein großes Tier aus diesen kleinen Kartons rauskommt. Schaut mal. Also der ist wirklich total süß. Er ist total flauschig. Ich habe das schon mal erzählt. Also ich habe die Buddies ganz lange nicht bestellt, weil ich einfach 5 Kinder habe. Und ich meine, gut, die Großen, die Mädels, ne, die sind jetzt, die eine wurde jetzt 14, die andere wird jetzt am Wochenende 15. Die sind jetzt da nicht mehr so, aber ich bin jetzt 5 Jahre bei Sensi und damals dachte ich mir, okay, also wenn ich jetzt für jedes Kind so einen teuren Buddy kaufen muss, dann bin ich arm. Dann verdiene ich nichts mehr. Aber mittlerweile lieben wir sie alle, also selbst mein Mann steht total auf diese Buddies. Ihr habt hier hinten einen Reißverschluss, da könnt ihr den Sandpack reintun. Ist natürlich kein Muss, meine Kinder verstecken da auch oft Sachen drin, kleine Geheimnisse, was auch immer. Und ja, der Ursprungsgedanke von Sensi, den finde ich total süß, der war einfach, dass Kinder quasi ihren Duft, dass sie die Möglichkeit haben, den Duft mitzunehmen. Wir nehmen jetzt mal, Kind übernachtet bei der Oma das erste Mal und hat immer einen Buddy zu Hause mit dem gleichen Duft. Wenn es den Duft dann quasi von zu Hause mitnehmen kann, gibt es dem Kind ein gutes Gefühl. Also wisst ihr, wie ich meine? Ein gutes Gefühl. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, unser neuer Buddy, auch neu im Katalog. Und jetzt sind wir auch schon fast durch. Aber was ich natürlich auch noch hier habe, sind unsere Duftneuheiten in Testerform. Das heißt, wir haben 10 komplett neue Düfte. Also es ist ja immer so, wir haben wiederkehrende Düfte in der Herbst-Wintersaison. Das heißt, die gab es letzten Herbst-Winter schon. Und wir haben komplett neue. Und die schnuppere ich jetzt das erste Mal mit euch durch. Ich habe sie noch nicht gerochen. Diejenigen, die ihre Duftpost schon haben, haben auch gemerkt, Duftneuheiten sind nicht drin. Das tut mir auch unglaublich leid. Ich werde euch die in den nächsten Happy Mails beilegen. Oder in eure Bestellungen mit reinpacken. Aber es war einfach so, dass wir Lieferprobleme hatten im Lager. Und das Kit, das ich mir bestellt hatte mit den Duftneuheiten und den Duftstickern, ist bis heute nicht bei mir. Und da heute schon der 2.9. ist, habe ich natürlich die Post rausgeschickt, weil ich einfach wollte, dass ihr wenigstens die Herbstkollektion und euren Katalog pünktlich zum Saisonstart habt. Deshalb habe ich die auch noch nicht gerochen. Also es ist jetzt auch für mich ein Überraschungseffekt. Einen habe ich schon gerochen.
Und zwar, ich habe ihn gerade gesehen, Pistachio Woods, der war in der Whiffbox, in der August-Whiffbox. So ein Mega-Duft, sage ich euch. Der ist genial. Obwohl Woods mit in der Beschreibung ist, was ja schon wieder auf Wald hindeutet oder auf Holz oder was weiß ich was. Der ist mega. Der riecht so lecker nach Pistazien-Eiscreme. Also der muss, glaube ich, ich habe jetzt blöderweise vorhin meinen Wachs gewechselt und habe Mango Matcha rein, also ne, sommerfruchtig. Habe nicht dran gedacht, dass ich diesen Pistazio Woods da habe. Der ist mega. Also wenn ihr Duftneuheiten bestellt und ihr mögt Pistazie, packt den mit rein. Ich finde, der riecht wie super leckeres, cremiges Vanille-Pistazien-Eis. Der ist mega gut. Also den werde ich mir definitiv gleich ein paar Mal mitbestellen. Ich gebe nämlich auch noch eine Bestellung auf für die neue Saison. Meine Sachen halt. Ich brauche definitiv auch direkt Winterberry Apple Tea, der Bestseller schlechthin. Übrigens könnt ihr na, nicht nur über meine Seite bestellen, ihr könnt euch natürlich auch melden, wenn ich euch etwas über meine Sammelbestellung mitbestellen soll. Aber ihr habt keinen Nachteil, wenn ihr über die Website bestellt. Ja, also auch meine Website-Besteller erhalten ein Dankeschön von mir, was auch in der Bestellung liegen würde, die über meine Sammelbestellung läuft. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Also, der ist auf jeden Fall schon mal mega gut. Und dann haben wir Warm Amber and Plum. Der ist auch super lecker. Ich kann euch aber, ich suche euch mal einen Moment. Ich suche mal die Duftbeschreibungen raus. Wir hatten jetzt Pistazio Woods, zarte Pistazie und buttrige Mandel aus einem Beet aus Zedernholz. Also, der ist mega. So, und der ist richtig schön. Fruchtig und auch warm. Das ist so ein warm fruchtiger Duft. Das Problem ist jetzt natürlich, ich habe nur die kleinen Döschen da. Wenn ihr jetzt einen kompletten Bar da habt, nehmt ihr den Duft natürlich noch mal besser wahr als in den kleinen Döschen. Hier ist die Duftbeschreibung: Seidige Pflaume verleiht warmen Amber und Kaschmirmoschus einen Hauch von zuckriger Süße. Gefällt mir auch gut. Ich muss mal, Moment, ich brauche mal einen Schluck Kaffee. Es ist so warm bei uns, ne? Es ist so warm. Es ist so dampfig. Ich warte die ganze Zeit auf Regen. Es soll heute gewittern, aber es kommt irgendwie nichts. So, dann haben wir Vanilla Amber. Auch mega. Also das ist ein schöner, süßer Vanilleduft, der aber diese Ambernote mit dabei hat. Der gefällt mir auch sehr. Reichhaltige Vanillecreme und goldene Amber durchzogen von süßem Rum sind ein Stück Gebäck in Perfektion. Ja, auch sehr gut. Dann haben wir Alpine Escape. Gut, also der geht wieder ein bisschen so in Richtung Waldbad. Da ist auch ein bisschen Minze oder sowas drin. Erinnert mich ein bisschen an Just Breathe, so die Richtung Erkältungsduft. Mag ich total gerne in der Herbstzeit, wenn die Kinder alle erkältet sind oder so, dann haue ich immer solche Düfte in die Lampen. Also gab es auch wirklich schon, dass die Kinder gesagt haben, Mama, mach mal den Erkältungsduft. Hat jetzt natürlich keine offizielle medizinische Wirkung, ne? Also wir reden hier von einem Duftwachs. Aber ich mag es tatsächlich, wenn man erkältet ist, die Nase ist zu und so und man hat so dieses Gefühl, man hat ein bisschen so ein befreienden Duft in den Lampen. Da ist die Duftbeschreibung: Spüren Sie einen Hauch von Minze inmitten von Fichten und immergrün auf einem malerischen Bergurlaub. Es klingelt, ich muss wieder unterbrechen. Mann! Es wird langsam anstrengend mit dir hoch und runter gerne. So, Leaves and Lavender. Also, das ist, der ist sehr herbstlich, der ist. Man nimmt den Lavendel ein bisschen wahr, er ist aber auch sehr würzig. Es sind irgendwelche Gewürze mit drin. Beruhigender Lavendel und ein Hauch von Nelke verpackt in Herbstlaub. Laden zum Entspannen an. Ist, glaube ich, die Nelke, die ich riech. Er ist nicht schlecht, aber das ist jetzt so der erste, wo ich sage, das ist jetzt nicht so meins. Die anderen, naja, okay, und der Alpine Escape. Aber es ist jetzt keiner, wo ich sage, boah, die stinken. Also wisst ihr, würde ich euch auch sagen, es gibt auch Düfte, die mag ich überhaupt nicht. Wäre aber auch schlimm, wenn ich alles mögen würde. Also niemand kann alles mögen. Auch in dem Vertrieb muss es Sachen geben, die einem nicht gefallen. Ne? Also es wäre unmenschlich, wenn man alles toll finden würde.
Dann haben wir Cherry Chestnut. Den finde ich mega. Den hatte ich nämlich. Wo hatte ich den? Den hatte ich in dem Kit hier dabei. Genau, den habe ich aber auch schon gegossen. Der ist auch in der Duftpost enthalten als Duftneuheit. Und zwar riecht der nach Vanille und dunkler Kirsche. Das ist ein richtig schwerer herbstlicher Duft und den finde ich mega gut. Also der gefällt mir total. Die Duftbeschreibung ist sanfte Schwarzkirsche, gekrönt von gerösteten Kastanien und Vanillecreme, ist ein süßer und herzhafter Genuss. Der ist mega. Also den kann ich euch auch nur empfehlen. So, dann haben wir Balsam Spice. Gott, meine Kinder. Okay, der ist würzig, zimtig, holzig. Also es ist jetzt wieder nicht meine Duftrichtung. Für alle, die auf würzige Zimtdüfte stehen, ich finde den wahrscheinlich mega. Duftbeschreibung ist: fesselnder Zimt verleiht geräucherten Zedern, Holz und Balsam süße Würze. Dann haben wir Kaschmir Petals. Der riecht ein bisschen so nach einem leichten Frauenparfüm. Ich glaube, dass der auch relativ dezent ist. Aber ich brauche die als Bar, dann kann ich das noch besser sagen. Beziehungsweise ist es auch so, wenn ihr das Wachs dann in die Lampen legt, dass ihr das nochmal natürlich anders wahrnehmt, wenn sich der Duft dann im Raum verteilt und die verschiedenen Duftnoten quasi. Leon! Ja, den Raum erfüllen. Aber er ist gut. Die Duftbeschreibung ist Jasmin-Nektar und ein Hauch von Clementine kuscheln sich mit weichem Kaschmirmoschus in eine warme Umgebung. Also ich glaube, wenn euch so Düfte gefallen wie Cozy Cardigan zum Beispiel, dann gefällt euch sowas auch. Dann haben wir White Peach and Cranberry. Boah, der ist auch mega. Also das sind jetzt auch gar nicht solche, würde ich sagen, Winterdüfte. Das gefällt mir persönlich jetzt sehr gut. Das ist ein schöner, angenehmer, leichter Pfirsichduft. Ich liebe ja zum Beispiel Aprikos Vanille. Aprikose Vanille finde ich mega gut. Habe ich mir übrigens im Club gesichert, ja, weil der ja das Sortiment wieder verlassen hat. Und das ist ein saftiger Bissen von frisch gepflückten weißen Pfirsich mit einem herben Hauch von Preiselbeere. Doch gut. Gefällt mir. Und zu guter Letzt haben wir Mediterranean Morning. Oh, das ist ein richtig schöner, frischer Duft, den könnte ich mir sehr gut auch im Bad vorstellen. Richtig angenehm, aber nicht so Klosteinduft oder so, sondern richtig schön frisch. Könnte ich mir mega auch als Wäscheduft vorstellen. Duftbeschreibung ist: eine sanfte Brise Meeresluft streift durch Küstenhaine, die mit Bergamotte und Mandarine getupft sind. So, das waren unsere 10 Duftneuheiten. Die wollte ich euch auch noch zeigen. Und ihr habt immer noch die Möglichkeit, euch ein 6er Spaßset zu bestellen. Das wollte ich noch sagen. Denn auf meiner Website gibt es das so an sich nicht mehr. Das heißt, früher stand ja da immer, stellen Sie sich ein Spaßset zusammen, dann seid ihr auf 6 Sensibars gegangen. Das gibt es so nicht mehr. Aber die Seite stellt euch automatisch ein Set zusammen. Das heißt, wenn ihr euch 6 Bars in den Warenkorb packt, dann ist einer gratis und ihr zahlt nur 5. Funktioniert jetzt alles automatisch, ihr müsst da nichts mehr zusammenstellen, sondern das funktioniert so. Genau, ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr euch das Video angeschaut habt, wenn ihr vielleicht mal auf meine Seite rüberschaut. Also es ist auch nach 5 Jahren immer noch so, dass ich mich über jede Bestellung total freue und dass das alles für mich nicht selbstverständlich ist, dass natürlich ohne meine Kunden das alles so nicht funktionieren würde und ich unglaublich dankbar bin für jede Unterstützung, die ich da bekomme und dass ich dadurch diese Möglichkeit habe, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Und ihr könnt euch natürlich auch immer bei mir melden, wenn ihr eine Beratung braucht, wenn ihr nicht wisst, wie ihr Sachen am besten kombinieren könnt, um möglichst viel Ersparnis zu haben. Also wir haben ja mehrere Möglichkeiten, Spaßsets zusammenzustellen oder über den Sensi Club. Da gibt es ganz viele Optionen. Da könnt ihr mir jederzeit immer schreiben. Und ich erkläre euch das Ganze dann natürlich auch. Ihr könnt, wie gesagt, auch Duftpost haben. Und jetzt kommen wieder meine Kinder. Wie gesagt, wir haben noch Ferien. Ich bin jetzt fertig, dann komme ich, okay? Mama. Ich räume jetzt hier auf und wie gesagt,
schaut mal auf die Seite vorbei, Herbstkollektion, super schöne Sachen und natürlich auch ein mega tolles neues Sortiment, jetzt kommen sie alle rein und auch unsere Duftneuheiten, die 10 Stück, kann ich euch total ans Herz legen. Wir haben natürlich auch gute Düfte, die wir schon hatten, die jetzt wieder reingekommen sind in den Katalog, wie zum Beispiel Winterberry Apple Tea, immer noch mein absoluter Liebling zur Winter-Weihnachtszeit. Oder Sachen wie Christmas Cottage. Also schaut einfach mal vorbei. Und ich hoffe, dass ich es jetzt wieder schaffe, hier öfter mal ein Video hochzuladen. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne mal sehen möchtet, was euch interessiert. Und ihr merkt schon, hier wird es jetzt chaotisch. Und deswegen breche ich jetzt ab, wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und vielen Dank fürs Zuschauen.